nimmt er auf. Jo. Moin Roller Rolf, du hast in deinem Video geschrieben, dass du mal, ach was heißt geschrieben, du hast in deinem Video gesagt, dass du mal Hilfe brauchst und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal ein Video dazu, weil Kommentare kommen vielleicht falsch rüber. Ja, und zwar ist es so, du hast ja das Problem mit dem Honda Vision 50 hier und das Problem ist ziemlich ähnlich zu dem, was ich damals hatte, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde dir mal helfen und auch zeigen, warum ich dir das gleich vorschlagen werde, was ich dir vorschlagen werde, beziehungsweise was ich dir hier unten in den Kommentaren ja schon vorgeschlagen habe, ne, hier. So. Und zwar aber muss ich zuerst vorher einmal kurz was loswerden. Und zwar finde ich es scheiße, wie du in letzter Zeit mit deiner Community umgehst, nur weil ein paar Leute dich wegen deiner Rechtschreibung ansprechen oder dich wegen deinem Aussehen beleidigt haben. Finde ich es irgendwie scheiße, dass du zu deiner ganzen Community so pumpig bist, ne, inklusive zu mir. In deinem letzten Video, da habe ich ja auch einfach nur mal die Frage gestellt, ob du das Hinterrad mal ohne Kupplung gedreht hast, um zu gucken, ob das Geräusch kommt. Ne? Und die Quittung dafür war jetzt, dass du das natürlich gemacht hast, aber es nicht ins Video eingebaut hast. Und jetzt in dem Video hier sagst du dann mal so lapidar: Hier ist alles runter, da ist gar nichts. Und ich drehe jetzt mal das Rad wegen den ganzen Schlaumeiern. Getriebe hat einen weg und so ein Kram. Und hört jetzt gut hin, macht das Hörgerät an. Du nennst uns also Schlaumeier und unterstellst uns, dass wir taub sind und ein Gehörgerät brauchen, weil du es nicht geschafft hast, genau diese Sequenz hier in deinem letzten Video mit einzubauen. Ja, das finde ich äußerst pumpig und unterste Schublade. Ne, das nur mal so am Rande. So. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal das andere Teil an, hier hinten. Ne? Moment. So, jetzt nehme ich hier den Wandler. Genau. Schiebe den hier drauf. So. Der ist jetzt drauf. Jetzt drehe ich das Rad mal. Jo. Und du hörst bereits jetzt das Laufgeräusch wieder. Wir hören hier jetzt schon was, aber... Richtig. Das hat mit dem Wandler zu tun. Nee. Und ist nicht ein Geräusch meiner Meinung nach, was irgendwo scheiße ist. Doch, ist es schon. Das kannst du mir aber glauben, mein Freund. Und da nicht hingehört. Doch, das gehört da nicht hin. So, jetzt die Kupplungsglocke noch drauf. Nochmal drehen. Hört sich auch noch verhältnismäßig normal an, das Ganze. Nein, hört es sich nicht. So, die Scheibe nochmal drauf hier. Dann machen wir die Mutter noch drauf. Moment, ich springe noch mal kurz vor hier. So, also der Deckel ist drauf. Ich drehe das Rad noch mal. Und du hast praktisch das gleiche Geräusch wie mit Variomatic. Jetzt ist ja nur die Kupplung komplett eingebaut. Und das Geräusch ist praktisch das gleiche. Oh. Wieder in beide Richtungen. Das hört sich aber auch verhältnismäßig normal an. Jetzt. Was? Was? Ernsthaft? Das hört sich normal an? Das denke ich nicht. Ich denke, das ist die Kupplung. So, und jetzt zeige ich dir auch, warum ich der Meinung bin. Denn ich hatte damals genau das gleiche Problem. Ne? Das hatte ich hier in meinem Video, die heilige Kupplung. Ja? So, da habe ich das erste Mal damals auch den Vario-Deckel aufgemacht, um zu gucken, wo mein Schleif- bzw. Laufgeräusch herkommt, was ich da aus dem Vario-Kasten gehört habe. Das war genauso wie deins. Allerdings hat meine Kamera damals das nicht so laut eingefangen. Ne, das ist genau das gleiche Laufgeräusch gewesen. Oder ich sag mal zu 80% identisch. Das könnte auch das Laufgeräusch erklären hier. Ne, denn bei meiner Kupplung war das wirklich schon ein sichtbarer Schaden, denn das Ding war wirklich komplett durchgerostet. Die Gegendruckfeder war verrostet, diese Mutter war komplett verrostet. Und ich habe dann eben halt damals einfach mir bei eBay eine Billigkupplung bestellt hier, ne, für, bei mir hat die 39,90 gekostet. Die habe ich einfach mal bestellt, um zu gucken, einfach nur, ist das Geräusch damit weg. So, und das Geräusch damit war wunderbar weg. Ja, hat wunderbar funktioniert, läuft auch jetzt noch. Deswegen mein Rat an dich, bestell dir einfach bei eBay so eine Billigkupplung und guck damit nach, ob das Geräusch damit weg ist. Und das nehme ich nämlich mal ganz stark an. Ne? Der nächste Schritt, den man sonst machen müsste, ist wirklich, wenn das nicht die Kupplung ist, dann kann das nur noch diese Getriebestange sein und das wird dann auch schon wieder teurer.
Ja, das war es jetzt so von meiner Seite aus. Meiner Meinung nach ist das die Kupplung, weil sich das mit meiner eigenen Erfahrung hier deckt. Ja, dass ich habe genau das gleiche Geräusch gehabt und durch das Austauschen der ganzen Kupplungseinheit ist das Geräusch eben halt weg und der Roller läuft gut, außer dass ich jetzt eben halt das Schleifgeräusch von der Vario her habe, aber naja. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Das hat ja mit der Kupplung nichts zu tun, denn die selbst macht bei mir ja auch kein Geräusch mehr. Ne? Also ich nehme hier ganz stark an, dass das die Kupplung ist, man hört es Euch das einfach. Ganze wieder zusammen, vorne rein und dann gucken wir mal. Ja, jetzt ist das Ganze wieder zusammen. Ne? So, jetzt haben wir alles schön festgemacht, seht ihr? Alles fest hier. Das Problem ist ja auch, dass das die Kupplung sein muss. Denn wenn man das Rad bewegt, dann bewegt sich ja nur die Kupplungsglocke mit, aber nicht automatisch der Wandler und der Riemen. Ja, das heißt, wenn man den Roller schiebt, bewegt sich die Variomatik nicht mit. Ja, das heißt, das muss etwas sein, was vom Rad bewegt wird. Und da das Geräusch ohne Kupplung nicht auftritt, kann das nur in dem kompletten Kupplungsset liegen. Deswegen, und bevor man das Ding jetzt zerlegt und da irgendwelche Einzelteile austauscht, die im Endeffekt noch teurer sind, als wenn man sich einfach so ein komplettes Billigkit einmal kauft und sich dann auch die Arbeit spart ganz nebenbei, dann würde ich raten, probier das mit so einem Billigding mal aus. Wenn es keine Besserung bringt, dann hast du immer noch das Widerrufsrecht und kannst das Ding zurückschicken. Also du hast da ja praktisch nichts zu verlieren. Ne?